erste Mod, der ein Update erfahren hat, ist der Click-to-Switch-Mod. Und zwar kommt der vom Cosplay-Development-Team. Und zwar ist dieser Click-to-Switch auch von demselben Team erstellt worden. Also rundherum um das Cosplay-Feature, was wahrscheinlich demnächst auch in den Mod-Hub kommt. Der Click-to-Switch-Mod hat jetzt Version 1.0.1 und ist für PC und Mac verfügbar. Und zwar ermöglicht dieser Mod, dass man in ein Fahrzeug wechseln kann, das in Sichtweite ist. Und zwar nichts anderes als mit einem Mausklick. Das heißt, ich klicke die rechte Maustaste, dann erscheint der Cursor. Ich klicke auf das Fahrzeug, das in Blickweite ist. Und schon habe ich dahin gewechselt. Also man muss jetzt nicht immer die Tab-Taste drücken, bis man das richtige Fahrzeug zur Verfügung hat, sondern es reicht, wenn man einfach die rechte Maustaste klickt, damit der Cursor aktiv wird, das sich im Sichtfeld befindende Fahrzeug anklicken und schon hat man das Fahrzeug gewechselt. Der Mod von Ola Haldor ist der nächste Mod, der ein Update bekommen hat, und zwar jetzt auf die Version 1.0.0.1, auch für PC und Mac verfügbar. Genannt ist der Mod die Yara Big Bags. Und zwar ist das eine norwegische Marke für Dünger und Kalk. So, da haben wir hier diese drei. Das schauen wir hier genauer an. Das ist die Yara Mila Pungjetzel. Bitte entschuldigt, ich bin der norwegischen Sprache nicht mächtig. Und dann haben wir den hier und dann den Kalk Big Bag. Im Shop schauen sich diese Big Packs folgendermaßen an. Da haben wir den Mila, den Fulkjotzel und den Liva. Mila 1000 Liter, 1820 Euro. Der Fulkjotzel auch 1000 Liter, auch mit 1820 Euro. Und den 2000 Liter Big Bag Liva genannt mit Kalk für 350 Euro. Auch von Ola Haldor und NMC T-Bone ist der folgende Mod, der auch ein Update bekommen hat. Das ist der Orkel TX30. Da zwar ist er jetzt in der Version 1.0.0.3. Und so wie es scheint, wurde jetzt dieser Anhänger auch für AI nützlich gemacht. Also das heißt, anscheinend hat dieser Anhänger mit AI nicht funktioniert. Das ist dieser hier. Der kann mit einer Kapazität von 8500 für Steine, 18.000 Liter Stammholz, Silage und dann wieder zurück zur Kapazität 8500 gekauft werden. Dann kann eine Toolbox hinzugefügt werden. Das ist diese hier. Dann das Aussehen Youngtimer oder modern und kann natürlich dann auch mit Nummernschild ausgestattet werden. Ich weiß nicht, warum ich so viele Strohballen hier da in der Halle stehen habe, wo die Geräte vorgestellt werden. Ich habe noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Falls ihr eine Lösung habt, wie ich diese Strohballen aus dem Verkaufsschauraum verschwinden lassen kann, dann lasst es mich bitte wissen in den Kommentaren. Herzlichen Dank schon mal dafür. Der erste neue Mod in diesem Jahr kommt von Casa Farms und ist übersetzt der Abfluss der Regierung. In der Version 1.0, Downloadgröße 0,62 MB und für alle Plattformen. In der Mod-Beschreibung heißt es, platzieren Sie es auf Ihrer Farm und haben Sie einen Ort, an dem Sie Ihre unerwünschten Flüssigkeiten in diesem staatlichen Abfluss entsorgen können. Mit einem kleinen Umweltbeitrag natürlich. Wasser ist kostenlos. Sie können Ihren Wassertank jetzt entleeren, wenn Sie ihn auch zum Transportieren von Milch verwenden. Sie müssen nicht mehr zwei Flüssigtanker in Ihrem Betrieb haben. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihren Flüssigkeitsanhänger für einen anderen Job freizugeben. Sie können auch den staatlichen Abfluss verwenden, um Ihre übrig gebliebene Sauermilch oder andere Flüssigkeiten zu entsorgen. Sie haben keine Zeit, um Ihre Gülle zum Verkaufspunkt oder zu BGA zu transportieren. Wir haben sie abgedeckt.
Sie sollten jedoch bedenken, dass es bei einigen Flüssigkeiten illegal ist, sie in ihrem Dorf zu entsorgen. Wenn sie dies tun, müssen sie mit Sicherheit ein Bußgeld wegen illegaler Entsorgung zahlen. So, der staatliche Abfluss unterstützt folgende Flüssigkeiten. Das ist Wasser, Milch, Gülle, Gärreste, Flüssigdünger und Pflanzenschutzmittel. Der Preis beträgt nur $100 oder 100 Euro, da es von ihrer lokalen Regierung subventioniert wird. Didi Mod Passion bringt uns einen Saatgut, Mineraldünger, Flüssigdünger und einen Pflanzenschutzmitteltank. Das sind diese vier Tanks hier. Die können befüllt werden, entleert werden und es kann auch direkt das entsprechende Material, Rohstoff, direkt gekauft werden. Alle vier Tanks fassen 10.000 Liter, kommen zu einem Preis zwischen 7.500 und 8.500 Euro zu stehen. Es wird darauf hingewiesen, dass wenn man den Tank direkt befüllt, dass der Inhalt eigentlich teurer kommt, als wenn man Big Bags kauft. Daher hier auch der Hinweis, das Befüllen an diesem Tank ist teurer als das Saatgut in einem Big Bag zu kaufen. Das gilt für alle vier dieser Tanks, ja? Downloadgröße 2,31 Megabyte und für alle Plattformen. Dieses Hochleistungsscheinwerferpaket wird uns präsentiert von Vanquish 081. Downloadgröße 1,13 Megabyte, Version 1.0 für alle Plattformen und beinhaltet zwei große Beleuchtungsmasten, also Scheinwerferpack, also Flutlicht. Der linke ist das automatisch gesteuerte Paket und der rechte ist der manuell geschaltete Scheinwerfer. Also wenn wir hier hingehen, sehen wir, das wird hier automatisch dann zu einer gewissen Uhrzeit eingeschaltet. Und dieser hier ist manuell, den kann ich jederzeit ein- und ausschalten, wie ich will. Ja. Zu finden sind diese beiden Scheinwerfer unter Dekoration, Lampen und dann sehen wir hier schon den 360 Grad automatisch und der 360 Grad manuell. Das Silo Multifrucht wird präsentiert von Omatana. Downloadgröße 4,28 Megabyte in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar ist dies das altbeliebte Wooden Silo. Das ist dieses Holz-Silo hier. Kostenpunkt 30.000 Euro und in der Version von Omatana mit 5 Millionen Liter Fassungsvermögen. Von allem, was man am Ufer lagern kann, will, außer Flüssigkeiten natürlich. Zu finden sind diese Silos hier unter Silos. Und zwar sind das diese hier. Hier nicht erschrecken, ich habe hier eine andere Version drin. Das sind die 10 Millionen Liter. Aber das sind diese drei Versionen, die hier präsentiert werden von Omatana. Ganz herzlichen Dank dafür. Auch von Omatana kommt der nächste Mod, und zwar das Hobo Farmhouse Pack. Downloadgröße 4,79 Megabyte, Version 1.0 und für alle Plattformen. Das Hobo Schlafpack ist eine Option für den armen Bauern. Das heißt, er hat schon alles Geld ausgegeben für Felder, für Equipment, für Maschinerie und so weiter. Und bleibt wirklich kaum etwas übrig, um einen Schlafplatz zu bauen. Und daher hat Omatana uns Folgendes zur Verfügung gestellt. Und zwar zum einen eine Schlaffußmatte für 5 Euro, eine Schlafbank für 50 Euro, ein Zelt für 50 Euro oder ein Tiny House, ein kleiner Holzschuppen für 1.000 Euro. Ich kann das hier nicht platzieren, weil ich auf der Big River 16-fach Karte, auf der wir uns hier befinden, schon ein Farmhaus habe. Deswegen kann ich das hier nicht platzieren. Aber wir schauen uns das trotzdem ein bisschen mal in der Nähe an. So, das ist mal dieses Tiny House.
Dann haben wir hier das Zelt, die Schlafbank und die Fußmatte. Gute Nacht. Bucky, Matt 26 und TCL präsentieren den nächsten Mod, und zwar die Metallfachmistgabel. Downloadgröße 4,46 MB Version 1.0 und für PC und Mac. Diese Gabeln dienen zum Beladen von Stroh und Dung, natürlich wahrscheinlich auch von Heu, ist unter den Frontlader Equipment zu finden. Und zwar gibt es hier die Version von 500 Liter, 650 Liter und 800 Liter. Preisspanne zwischen 850 Euro und 1500 Euro. Der nächste Mod wird uns zur Verfügung gestellt von Erschaba VSR Modding Sur. Und zwar sind das Flüssigkeitsfässer. Ich habe mal hier stellvertretend die Dieselfässer und die Siliermittelfässer hingestellt. Gibt es aber auch in der Version für Wasser, Flüssigdünger, Pflanzenschutz und so weiter. Das sind diese fünf verschiedenen Fässer, die man natürlich auch auf einen Ballenwagen packen kann, festzurren kann und dann damit zum Feld zu fahren, um das entsprechende Equipment zu befüllen. Der Mod hat eine Downloadgröße von 6,48 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen gedacht. Die Spanngurtunterstützung für alle Front-, Rad-, Teleskop- und Kontaktladegeräte ist ein Mod, der von Dorschmied zur Verfügung gestellt wird. Downloadgröße sind 12,93 MB, Version 1.0 und ist für alle Plattformen gedacht. Und zwar sehen wir jetzt, dass ich hier auf einem Flachbett-Trailer ein Frontladetool festgezurrt habe. Und zwar diesmal geht wirklich auch der Spanngurt oben drüber, nicht einfach unten durch. Kann Sie sehr schön sehen hier. Es wird so, wie es sein sollte, eigentlich optisch real korrekt dargestellt. Ja, das wird jetzt also so festgezurrt. Falls ihr sowas nutzen wollt, dann bitte darauf achten, dass das nicht einfach so hinzugefügt wird. Ihr müsst auch das entsprechende Werkzeug kaufen. Das heißt also, wenn wir im normalen Shop zum Beispiel diese Universalschaufel von Albut haben, wird die nicht korrekt festgezurrt, sondern wir müssten dann diese hier kaufen. 1600 Euro. Das ist der Mod, die Spanngurtunterstützung Mod. Und zwar findet wir dieses angewendet für alle Werkzeuge, die momentan im Game standardmäßig dabei sind. Ob das auch für gemoddete Geräte gilt, das sei noch auszuprobieren. Das kann ich leider noch nicht sagen. So viel Zeit hatte ich nicht nach dem Erscheinen der Mods heute beim Mod Hub. Dasselbe gilt auch für den nächsten Mod, und zwar den Field Creator. Dieser Mod wird zur Verfügung gestellt von TF2020 Mods. Downloadgröße 0,27 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieses Paket enthält Grubber, Scheibenecken, Kreiselecken und Tiefenlockerer zur Erstellung neuer Felder. Was also bisher nur mit dem Pflug möglich war, kann jetzt mit eigentlich jedem Feldbearbeitungswerkzeug gemacht werden, das den Boden lockert oder umgräbt und so weiter. Was ich hier gefunden habe, dass es jeweils zwei Versionen gibt. Ich gehe mal davon aus, dass eine der Versionen eine zuschaltbare Option hat und dass die andere Version, die Field Creator Version, einfach da ist, um das Feld zu erzeugen oder zu erstellen und dann wieder verkauft wird. Es wird auch ganz klar gesagt, es wird empfohlen, diese Maschine nur zu mieten, weil es definitiv einfach so ist, dass das Feld ja nur einmal erstellt wird. Es könnte seine Tücken haben, wenn man dies mit dem integrierten Helfer nutzt. Das heißt, es könnte funktionieren, es muss aber nicht. Und so steht es auch in der Mod-Beschreibung. Bitte beachte, dass die Field Creator Version zwar den Helfer unterstützt,
jedoch nur zum Parallelarbeiten gedacht ist. Dies funktioniert nur, wenn die Maschine zu einem kleinen Teil links oder rechts auf ein bestehendes Feld überlappt. Das hat aber auch seine Tücken. Einmal in Fahrt kennt er im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen und fährt immer geradeaus und sieht Schneisen in die Landschaft. Deshalb solltest du ihn niemals alleine fahren lassen und am gewünschten Wendepunkt deaktivieren und manuell wenden. So viel der Hinweis zu diesem Paket. Also wir schauen uns das nochmal hier an. Das heißt, wir haben jetzt hier alle Maschinen, die in das Paket integriert sind und daher mit denen auch jetzt Felder erstellt werden können. Wer es bisher vermisst hat, dass Hühner einfach so gekauft werden und jedes Mal diese Transportgebühr hinzukommt, der hat jetzt den korrekten Mod im Mod Hub zur Verfügung, und zwar der Hühnertransportanhänger von Ferni 133, Downloadgröße 6,26 MB, Version 1.0 für alle Plattformen. Und zwar beinhaltet das Paket zwei Anhänger, und zwar den Big Chicken Master Western WCF für 16.000. Dieser soll 30 Hühner transportieren können oder natürlich die zwei Pferde. Oder dann die große Version von Wilson, und zwar den Silver Chicken Star, 80.000, und da passen 180 Hühner rein. Kommen wir zurück zum Modabaki, der uns hier den Metallfach U484 vorstellt. Und zwar handelt es sich hier dabei um einen Tiefentlockerer. Der Mod hat eine Größe von 9,8 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. So sieht der im Detail aus. Gewicht 2,8 Tonnen, braucht 180 PS, Arbeitsbreite 3 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit bei 12 km/h. Sehr schön detailliert ausgearbeitet. Es gibt hier keine Optionen, also Farboptionen gibt es hier nicht. Aber wirklich sehr detailliert ausgearbeitet. Sieht also hervorragend aus. Kommen wir nun zu zwei, ich denke mal, russischen Mods, und zwar rund um das FSSA Modding Team. Zum einen haben wir den 2PTS 6A Anhänger, und zwar ist das dieser hier. Ich möchte mich nochmal entschuldigen wegen der ganzen Ballen, die hier rumliegen. Wie schon mal gesagt, ich weiß nicht, was ich machen kann, dass die verschwinden. Bitte solltet ihr das wissen, bitte gebt mir doch einen Hinweis als Kommentar. Also diese 2PTS 6A hat standardmäßig ein Ladevolumen von 6,2 Kubikmeter, kann erweitert werden auf 11.100 Liter oder auf 11,1 Kubikmeter. Zusätzlich kann nochmal aufgerüstet werden auf 18,5 Kubikmeter, 19,1 Kubikmeter. Er kann auch als Ballenwagen genutzt werden und so weiter. Diese sind die Möglichkeiten, die wir hier haben. Reifenhersteller will ich mich gar nicht erst versuchen, das auszusprechen. Reifenvarianten gibt es hier verschiedene. Beschriftung und so weiter, da könnt ihr selber durchspielen. Hier haben wir auch die Farbe, die geändert werden kann. Sie wird hier alles in einem ziemlich weiten Spektrum gehalten, also ziemlich ein bisschen Vintage angehaucht. So, das ist mal der 2PTS 6A. Dann haben wir ein Anhängerpack. Das ist der PTS 4,5 Burlak Pack, wie schon erwähnt, vom selben Modding Team. Und zwar gibt es hier zwei Versionen, einmal mit einem Drehschemel vorne und einmal als direkter Anhänger. Konfigurationsmöglichkeiten gibt es hier auch, das heißt, Kapazität kann von 5150 Liter erhöht werden auf 10.030, 14.087, kann auch als Ballenwagen genutzt werden. Reifenhersteller mache ich das wie vorhin. Ich werde mich da nicht auf die erste rauslassen und das falsch vorlesen. Auch hier gibt es die
Möglichkeiten von der Farbänderung hier ein wenig mehr eingeschränkt, aber scheinen doch trotzdem sehr erschwingliche Anhänger zu sein. Also wenn ich mir die Konfiguration um 14.780 Liter anschaue, kostet der Anhänger so 4.480 Euro nur. Also eine sehr günstige Version von Anhängern, wenn man, sagen wir mal, auf der No Man's Land bei Null anfängt, sind das wahrscheinlich diese Anhänger, die kommen da sehr gelegen, kommen, ja, der Preis halt sehr tief ist, ne? Die Downloadgrößen der Mods, der rote Anhänger hier, der hat eine Downloadgröße von etwas mehr von 16 MBs. Der blaue Anhänger kommt mit einer Downloadgröße von knappen 25 MBs. Beide Versionen oder beide Anhänger sind nur für PC und Mac gedacht. Aran Modding bietet uns die Akko 1000er Serie. Downloadgröße 16,05 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen gedacht. Und zwar beinhaltet diese Serie den Feld Vario 1000er Serie und die Challenger 1000er Serie. Die Leistungskapazitäten in diesem Falle hier sind dieselben wie beim Standard Fendt 1000er. Bei den Reifenvarianten hier gibt es jetzt auch hier die Option, dass man Pflegebereifungen aufziehen kann. Entweder eine Zwillingspflegebereifung vorne und hinten, dann die Option die Zwillingsbereifung nur hinten und die Pflegebereifung auf allen vier der, in der einfachen Ausführung. Design gibt es wie gesagt in Akko Fendt Vario Series, die Akko Challenger Series und Akko Jens Forstmaschinen Series. Dann kann die Option gewählt werden, ob der mit einem Kotflügel kommt, ohne Frontkotflügel, mit Frontkotflügel, mit Forstkäfig, ohne Frontkotflügel, mit Forstkäfig und zurück mit Frontkotflügel. So, das sind die Versionen. Dann haben wir die Motorenauswahl, wie schon erwähnt, mit denselben Abstufungen wie der Standard 1050er. GPS hier kann eingestellt werden. Hier gibt es mehrere Farben zum Auswählen. Natürlich kann auch das Nummernschild nicht fehlen. Zu guter Letzt kommen wir heute zum letzten Mod, der in diesem Patch von Giants freigegeben worden ist. Und zwar ist das Stara Max Pack von Adams Kong. Downloadgröße 39,33 MB, Version 1.0. und für alle Plattformen gedacht. Wer Stara als für Traktoren vermisst hat, dem ist jetzt Abhilfe geboten. Es kommen zwei Trecker dank diesem Mod hinzu. Einmal den Stara Max 180 und der 105er. Der Stara Max 105 ist ein Kleintraktor, wie der Name sagt, 105 PS. Hat eine manuelle und Lastschaltstufen geschaltete Schaltung, Tankfüllmenge 120 Liter, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und bei einem Gewicht von 4,4 Tonnen. Der Stara Max 150, hier genannt 150, auf dem Traktor steht Stara Max 180. Ich gehe mal davon aus, dass das der Stara Max 180 sein sollte, wenn er auch 180 PS bietet. Dieselbe Schaltung wie der kleine Bruder, also manuell und Last geschaltet. Eine Tankfüllmenge von 280 Liter mit einer Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h und einem Gewicht von 7,4 Tonnen. Bei beiden Versionen gibt es die Version von Trelleborg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Redestein und Nokian Tires. So, das war's. Endlich haben wir wieder Bewegung im Mod Hub gesehen von Giants. Es freut uns alle sehr, dass Giants aus dem Urlaub zurückgekehrt ist und sehr schnell schon am ersten Tag, ein Paket von neuen Mods veröffentlicht hat. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich auch bei euch ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen.
Ich gehe davon aus, dass jetzt wahrscheinlich fast täglich neue Mods veröffentlicht werden. Möchtet ihr diese Mod-Vorstellung nicht verpassen, dann lasst auf jeden Fall das Abo da mit der eingeschalteten Glocke. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr was dabei gelernt habt, bitte ein Like da lassen. Und nochmal die Bitte, solltet ihr wissen, wie ich die Strohballen aus dem Shop entfernen kann, dann lasst es mich wissen als Kommentar weiter unten. Dann möchte ich mich für heute verabschieden. Wir sehen uns morgen, mit großer Wahrscheinlichkeit morgen wieder bei einer neuen Mod-Vorstellung. Tschüss, danke und hasta luego.